Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Unsere Spieler-SBC des Tages ist heute Kenny Lala mit einer Bewertung von 85. Das heißt, er hat ein Upgrade bekommen von plus 6. Seine normale Goldspielerkarte ist 79 bewertet und eine rechte Verteidigerkarte. Jetzt hat er das Foot-Freeze-Positionswechsel erhalten und ist ein rechter Mittelfeldspieler. Wir schauen uns mal die Karte genauer an und gehen dann gemeinsam in seine SBC-Lösung. Die Karte kostet euch aktuell ca. 120 bis 130.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können dort natürlich Schwankungen vorkommen. Gut, so sieht der Spieler aus. Ja, auf den ersten Blick rechter Mittelfeldspieler haben wir nicht so viele. Aber wir hatten einen richtig guten, ich glaube, das war Alessandrini, auch ein Franzose, hat aber in der ersten chinesischen Liga gespielt. Er spielt hier in der Liga, lässt sich da natürlich besser in ein Team integrieren. Ansonsten, ja, was fällt auf? Spezialbewegung 3 Sterne, schwacher Fuß 3 Sterne. Und das ist natürlich ein, will man nicht haben. Man möchte dort mindestens 4 Sterne haben, auch der schwache Fuß 4 Sterne. Arbeitsraten sind in Ordnung, kann man mitarbeiten, hoch, mittel. Auch von der Statur 1,78, klingt alles fein. Wir schauen uns natürlich nachher noch die anderen Sachen an. Aber was mir einfällt, Adama Traoré hatten wir gestern und der hatte richtig miese, ja, Workrates. Ich glaube, das war, ich glaube, rechter Verteidiger, linker Verteidiger und hatte Workrates nur hoch, gering. Und das hat EA tatsächlich noch geändert. Ja, schaut es euch gerne mal an, da habe ich auf jeden Fall drüber gesprochen. Ja, dass es nicht so gut ist und das hat EA jetzt tatsächlich geändert, so wie sein starker rechter Fuß wurde geändert auf den starken linken Fuß. Ja, also EA macht das mal ganz gerne. Danke für den Hinweis im ersten Kommentar, habe ich auch angepinnt, dass es dort ja eine Veränderung gab, hätte ich so gar nicht mitbekommen. Und das macht natürlich die Karte interessanter. Vielleicht passiert das hier auch bei dem Kenny Lala, dass wir dort vielleicht noch ein paar Sterne dazu bekommen oder ja, einen Wechsel haben, vielleicht einen starken linken Fuß, was ich jetzt aber nicht glaube. Ich bin da mal gespannt, ich behalte das mal im Auge. Wenn dort Änderungen vorkommen, lasse ich euch das wissen. Gut, ansonsten Liga Uber Eats, also die erste französische Liga spielt da. Wie gesagt, lässt sich gut verlinken. Tempo 90, ja, gibt man das Maximum, muss man hier schon einen Hunter drauf geben, aber dann verschenkt man auch eins. Ansonsten Ausdauer 90, hervorragend, auch gute Dribblingwerte. So tendenziell auf den ersten Blick sieht das richtig gut aus, was er hier an Stats mit sich bringt, wer da aber tatsächlich nicht. Ja, die Spezialbewegung 3 Sterne und der schwache Fuß 3 Sterne. Ansonsten absolut überragende Karte. Gibt man nochmal vielleicht ein Engine drauf, das pusht nochmal Beweglichkeit und Balance sowie das Tempo ein wenig und dann sieht die Karte echt fein aus. Oder vielleicht, wenn man ihn auch im Sturm spielen möchte, noch ein Finisher. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt auf seine Trades. Da bringt er wirklich ein bisschen was mit. Flair und den weiten Einwurf. Flair will man auf jeden Fall haben, ansonsten den weiten Einwurf, ja, ist egal. Okay, schauen wir uns mal seine SBC an und die sieht wie folgt aus. Wir brauchen hier ein Liga Uber Eats Spieler, also französische erste Liga nochmal, weil da hatte letztens auch einer gefragt, was ist denn Liga und was ist Uber Eats? Ja, das eine kann man nicht essen und das andere ist auch egal. Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 75 wird benötigt und natürlich 11 Spieler. Ja, wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 6 Tage Zeit nach Release und ja, könnt dieses Team 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keinen Positionswechsel und auch keine extra Loyalität. Na gut, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir auch die einzige SBC, die es zu lösen galt, gelöst. Und ja, Kenny Lala ist dann euer Spieler. Gerne mal euer Feedback zu dieser Karte in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr die Karte machen wollt, ja, ihr könnt natürlich auch wieder die Leihspieler-Version erledigen. Die mache ich auch immer.
einfach für die Freundschaftsspiele. Dort laufen die Verträge nicht aus und ihr habt einfach eine Karte, ja, fast for free. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige SBCs nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.